Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ist es? Okay, kleine Hilfestellung. Heidi 18. Welche Heidis gibt es denn, die man kennt? Das ist die Heidi vom Geißbecker. Also Heidi Klum kann das nicht sein, ne? Nee. Also auch nicht in Braun. Ist das Heidi Klum? Ist das Heidi Klum? Kann das sein? Heidi! Ist doch die Heidi Klum. Es ist Heidi Klum. Zugegeben, ein bisschen anders sieht sie schon aus. Jünger eben. 18 Jahre alt ist Heidi. Und es war ihr allererster Fernsehauftritt in Thomas Gottschalks Late Night Show. Und so ganz geheuer schien ihr das alles nicht zu sein. Und dann stellt er auch noch so indiskrete Fragen. Schindet ihr euch? Also isst du zum Beispiel irgendeine Diät oder isst du, wozu du Lust hast? Ich esse, was ich will. Du isst, was du willst? Ja. Reiß dich nicht zusammen und denkst nie an deine Figur. Doch, ab und zu schon, aber. Ab und zu schon. Aber erst nach der Pizza. Das war übrigens der einzige Satz, den Heidi in der ganzen Sendung sagen durfte. Unglaubliche 25.000 Mädchen hatten sich bei dem Model-Casting beworben. Heidi schaffte es unter die letzten 6 Kandidatinnen. Und der Dank dafür war dann dieses schicke Vorstellungsfilmchen. Hier unser Video Nummer 1. Heidi 18. Was kommt jetzt die Telefonnummer, ruf mich an, oder was? Eigentlich sieht's aus wie ein Kuschelrock, Videoclip, Werbung. Schöne Luftmatratze. Ich muss ganz offen zugeben, also 1,76 Meter, damit kann ich was anfangen. Also das mit diesen 90, 62, habe ich noch nie verstanden. Das ist irgendwie der Kopf und die Schultern und die Knie, ich weiß nicht. Die sahen alle damals älter aus oder haben sich älter gemacht? Also heute finde ich die viel besser. Ja, der Geschmack in den 90ern war ein anderer. Aber selbst Stretch-Mini-Rock, Dauerwelle und Sperrholzlaufsteg können Heidi nicht wirklich entstellen. Man muss einfach sagen, ganz klar, Heidi war damals auch schon ein Schuss, ne? Aber da sieht man schon diese Augen, die weiß genau, was sie will. Und Jury und Zuschauer wollen sie. Die Gewinnerin ist Heidi Klum. Der erste Preis, ein Vertrag mit der amerikanischen Agentur Metropolitan. Nur ein paar Monate später tauscht Heidi den Schulweg mit dem Laufsteg und Bergisch Gladbach mit New York. New York, cool. Aber die Deutsche hat Startschwierigkeiten. Das ist im Moment sehr schwer, weil viele Mädchen oder viele Modedesigner mehr für die richtig dünnen Mädchen im Moment sind. Dünne Mädchen, kein Busen, keine Hüfte. Und ich bin doch eben mehr der mit Kurven. Zu dick, zu weiblich, zu viel Busen heißt es. Erst die Zeitschrift Sports Illustrated protestiert gegen die Hunger.